ja super schwer. Das war echt knapp. Unter diesem Kürbis war es nicht gerade bequem. Jetzt müssen wir nur noch Kulinda runterholen. Rubble, schnapp dir den Brokkoli, damit Kulinda runterrutschen kann. Alles klar, Ryder. Hier kommt Rubble, der Retter mit dem Greifer. Hat Kulinda sich wehgetan? Sie sieht aus, als wäre ihr schwindelig. Das finden wir gleich raus. Wer möchte Mais? Ja, ihr geht es bestens. Was ist das? Oh, oh, los, weg! Die Tomaten rollen runter in die Stadt. Kommt, Freunde! Was? Oh, oh, wir müssen uns beeilen! Seht mal, wir können die Tomaten mit den Baumstämmen umleiten. Ich erledige das. Du hast es geschafft, Rubble. Wir sind noch nicht fertig. Die Tomaten rollen immer noch. Riesentomaten. Ich glaub's einfach nicht. Die Tomaten rollen ja kreuz und quer. Wenn sie alle in einer Richtung rollen würden, wären sie leichter zu lenken. Rocky, Zuma, los, jetzt treiben wir die Tomaten zusammen. Klar, Ryder, das schaffen wir. Keine Sorge, wir holen sie ein, bevor sie zu Tomaten Ketchup werden. Ja, wir sind unterwegs. Okay, Freunde, treibt die Tomaten zusammen, damit sie in die Stadt rollen. Wir kommen ins Rollen. Ja, wir treiben die Herde zusammen. Oder besser, wir treiben den Salat zusammen. Yippie-yay-yay! Aber Ryder, wie können wir die Tomaten dazu bringen, dass sie anhalten? Das ist Teil 2 des Plans. Tomaten sind rund und rollen. Es sei denn, man macht Soße aus ihnen. Hä? Chase! Wir brauchen dein Netz, um die Tomaten durchzusieben für Tomatensoße. Wir treffen uns bei Herrn Pfeffers Restaurant. Alles klar, Ryder. Ich fahr los. Zuma, Rubble, Marshall, treibt die Tomaten weiter zu Herrn Pfeffers Restaurant. Rocky, wir brauchen deinen Gabelstapler. Also dann. Okay, Chase. Leg los. Wuh, Netz. Perfekt. Okay, Rocky. Stell mit deinem Gabelstapler das große Fass hinter das Netz. Ich baue eine Rampe, dann können die Tomaten da hochrollen. Alles klar, Ryder. So, das müsste reichen. Ach du liebe Tomate, da kommen sie schon. Ja, super. Gut gemacht, Freunde. Ja. Danke, Ryder. Ihr habt die Lage wieder gerettet. Gleich zweimal. Oh, zweimal? Natürlich. Du hast es verhindert, dass die Tomaten weiterrollen. Und... noch etwas Basilikum und Oregano. Und wir haben eine perfekte Pizzasauce. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Hey! Rocky! Lecker! Und Marshall, noch eine letzte Aufgabe für dich und deine Wasserdüsen. Okay, aber nach dieser Tomatenverfolgung fühle ich mich ein bisschen matschig. Verstehst du? Wie eine matschige Tomate. Oh, oh ja, das ist ganz bestimmt eine rekordverdächtige Pizza, Herr Pfeffer. Tja, ohne das wunderbare Riesengemüse von Yumi hätte ich es nie geschafft. War mir ein Vergnügen. Und ohne die Paw Patrol auch nicht. Noch ein Tickchen mehr Soße, Marshall. Kommt sofort, Herr Pfeffer. Brr. Soße. Ihr seid echt toll, Fellfreunde. Und das ist eine echt tolle Soße. Lecker.